Hallo zusammen und willkommen bei eHajo zu einem neuen Video. Jetzt fragen Sie wahrscheinlich alle, Gott, der ist ja im Hexenhaus, was macht der im Hexenhaus und warum macht er ein eHajo Video im Hexenhaus? Ganz einfach, ich habe nämlich hier eine Antenne montiert. Ihr wolltet jetzt ein paar Videos zum Thema Amateurfunk und das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe eine Antenne montiert, eine Windom FD3, glaube ich, heißt sie, mit einer Gesamtlänge von, ich schreibe es euch nochmal rein, ich glaube 46 Meter hat sie. Und zwar hat mir im letzten Winter ein böser Baum, weil hier Schnee gelegen ist, also plötzlich Schnee da war und der Baum den Schnee nicht gekannt hat, hat mir dieser böse Baum einfach meine Telefonleitung umgerissen. Und das ist mir eigentlich egal, weil ich hatte hier ja doch tatsächlich sage und schreibe, ich glaube 2 Mbit. Ich glaube 2 Mbit haben es mir zugesagt, was ich haben könnte hier. Da habe ich gesagt, nee, lasst die bitte weg, die Telefonleitung müsst ihr nicht reparieren. Habe mit der Post telefoniert, habe zur Post dann gesagt, Leute, hört's zu, da steht ein Telegrafenmast. Dann habe ich gesagt, ja, montieren wir ab. Sage ich, nee, ich bin Funkamateur, bitte lasst diesen Telegrafenmast stehen. Und dann sagt er, oh cool, Funkamateur, da logisch, lassen wir die denn stehen, willst du denn ja aufhängen? Sage ich, ja. Zwei da oben mit der Leiter, ganz da hoch, der ist elends hoch, der Mast, und habe da oben eine Umlenkrolle hingemacht, dass ich nämlich die Antenne auch wieder runterlassen kann. Deswegen liegt auch da irgendwo ganz viel Seil rum. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, die Antenne erstens gut zu spannen und zweitens mit echt wenig Aufwand wieder runterzulassen. Ich habe hier die lange Seite der Windom. Die ist der unsymmetrische Windom FD3. Die hat in der Mitte, glaube ich, 1:1, keine Ahnung was, Balloon. Und die ist unsymmetrisch, das heißt ein Schenkel, und zwar der Schenkel, der jetzt hier vom Mittelmast zum Telegrafenmast geht, ist länger. Und der andere Schenkel, zeige ich euch jetzt auch gleich, der geht jetzt momentan erstmal professorisch. Ich habe jetzt hier die Glasfasermasten, wie man sie kennt, von guten alten Bundeswehr-Glasfasermasten hier, diese grünen Zeltmaste oder was das sind. Ich habe jetzt hier erstmal reingespackst, habe es einmal nach hinten abgebunden mit einer Kevlar-Schnur und oben ist der Ballon drauf und die zweite Seite geht momentan provisorisch. Ich habe keine Masten mehr zur Verfügung. Provisorisch da oben bei der Werkstatt auf meiner Photovoltaikanlage, die ich da montiert habe. Da muss ich hinzeigen, da habe ich es einfach oben bei der Schraube, bei dem Alubügel, den ich da eh hingemacht habe, einfach eingehängt. Ihr könnt mal ganz viele Fragen zum Thema Amateurfunk stellen, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen drüber. Wir gehen jetzt rein, denn wir tun jetzt noch was anderes Cooles. Und zwar schauen wir uns jetzt einfach mal die Antenne an, wie sie denn funktioniert. Dazu noch ein kleines Detail. Ich habe hier oben einen sehr hochwertigen, guten Stecker montiert. Das zeige ich euch jetzt schnell, wie ich das Antennenkabel gebaut habe. Weil das habe ich natürlich schon vorbereitet daheim in Oberaudorf, wo ich einen gescheiten Lötkolben habe. Ich zeige euch jetzt einfach in dem Video, wie man diesen Stecker lötet, was man da ein bisschen beachten muss und wie das Ganze ausschaut. Dazu habe ich hier einmal den Lötkolben eingeblendet, damit ihr wisst, was für eine Temperatur ich habe beim Löten. Und wir haben hier den Bausatz für den Stecker, also PL-Stecker. Nagelt es mir jetzt nicht fest, wie der eigentlich heißt. Warte, ich kann ja auf die Tüte drauf schauen. PL7 Neo UHF Plug, keine Ahnung. Also er hat einen anderen Namen auch noch. Für mich ist das ein PL-Stecker, Diskussion beendet. Wir haben hier einmal den Mittelkontakt und einen Haufen PTFE-Zeugs. Das kommt hier drauf gesteckt dann und das kommt da drauf gesteckt. Und so kommt das dann da irgendwie rein. Also da muss man dann so ein bisschen bausatzmäßig zusammenbauen. Das kommt dann da rein. Dann passt hier auch der Abstand und alles vom PL-Stecker, wie man erkennen kann. Und dann hat man hier noch so ein komisches Teil, das kommt dann hier so rein und dann kommt noch so ein Gummiteil und noch eine Beilagscheibe und dann wird das zugeschraubt und dann ist das nämlich auch alles wasserdicht. Was welches Teil ist, schauen wir uns gleich im Detail an. Und das Wichtige dran aber ist, wir brauchen zum Beispiel diesen Verschrauber, wo man dann am Ende das Ding verschrauben kann, der muss schon mal aufs Kabel drauf. Also den schieben wir schon mal gleich da hinten rein, weil sonst haben wir den nicht mehr. Genauso wie diese Beilagscheibe, die wir brauchen, genauso wie diesen Gummi hier. Weil wenn wir das nämlich vergessen, dann kann man wieder, also ich könnte jetzt noch beim ersten Stecker 25 Meter durchfädeln, danach geht es leider nicht mehr. So, ich habe hier erstmal einen Mittelkontakt, da wird die mittlere Leitung angelötet und von der Länge her ungefähr so weit abschneiden, wie jetzt hier der Stecker ist. Das heißt, wir sind ungefähr hier in dem Bereich und da schneide ich jetzt einmal drumherum schön vorsichtig, fein säuberlich. Man kann hier auch wunderbar erkennen,
dass wir einmal ein Schirmgeflecht haben und noch zusätzlich eine Folie. Also wir haben echt eine super Schirmwirkung. Brauchen wir jetzt aber alles nicht von dem Zeug. Das heißt, das können wir jetzt sogar noch komplett wegschnippeln. Dann einmal vorsichtig die Isolierung abschnippeln. Können wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen. Das ist in der Regel ein PTFE-Schaum. Mit vollem Zoom reinschauen können wir das auch sehr gut erkennen. Das ist im Prinzip ein Schaum aus PTFE, der eben eine sehr, sehr gute Isolationswirkung und eine sehr gute HF-Eigenschaft hat. Und die Hülse, die wir jetzt hier haben, die schieben wir jetzt hier zwischen Folie und diesem Schirmgeflecht, schieben wir das jetzt so rein. Kann man erkennen. Es geht einwandfrei, richtig gut. Dann haben wir nämlich hier eine richtig tolle Verbindung von dieser Hülse zu dem Schirm, den wir dann haben. Nochmal kurz kontrollieren. Diese Gummihülle geht auch noch drüber. Und das wird dann am Ende anständig gequetscht hier mit der Verschraubung hinten, womit es dann nochmal eine bessere Verbindung hat. Nun muss der Kontakt selber noch gelötet werden. Eigentlich auch hier nochmal ein bisschen runterschneiden. Und was ich eben gerade gesehen habe, auch meine Leitung hier ist etwas zu lang. Kann hier entsprechend drauf und bin jetzt auch hier von den ganzen Maßen her so, dass das echt alles bombig hält. So, nun verlöten wir das Ganze. Dafür haben wir hier so ein kleines Loch. Ich nehme hier meinen Lötkolben, in dem Fall meinen Hakko FX971. Den seht ihr da auch wunderschön dargestellt, auch mit der Temperatur. Ich löte in der Regel mit 350 Grad. Und jetzt können wir hier in dieses Loch hineinlöten. Kriegt man auch sofort mit, wie es richtig schön reinzieht. Und dann wäre das Ganze auch schon wundervoll verlötet. Bevor wir das Ganze weiter montieren, testen wir das noch alles mit einem Messgerät. Durchgangsprüfung einfach mal hier vom Schirm auf den Mittelteil. Wir haben keinen Kurzschluss, das bedeutet, ich habe soweit alles vermutlich richtig gemacht. Wir können jetzt auf der Seite den PTFE-Abstandshalter noch aufschieben. Dann kommt das Ganze in die Halterung hinein, in den Außengehäuse hinein, steht vorne auch an. Die Beilagscheibe, damit der Gummi nicht vernudelt wird beim Zudrehen. Und nun können wir das Ganze verschrauben. Erst schauen, dass das Kabel wirklich richtig bündig auf Anschlag drin steckt. Dann noch den Stecker komplett verschrauben. Ich habe nie das passende Werkzeug. Ich weiß auch nie, was man da eigentlich für einen komischen Schraubenschlüssel brauchen wird dafür. Deswegen immer ein bisschen vorsichtig mit Gefühl, mache das mit einer Zange. Geht das genauso gut. Nur nicht so viel murksen und nicht abrutschen, sonst zerkratzt man die Beschichtung, dann rostet der Stecker ein wenig weg. Aber ansonsten wäre das jetzt soweit fertig. Hält bombenfest der Stecker. Ich mag diese Verbinder. Also wenn es mal irgendwas HF-Technisches macht, nimmt es immer so einen Steckverbinder, der eben diesen Gummi drin hat, der gequetscht wird. Der hat hier hinten nochmal einen Dichtungsgummi. Der hat jetzt quasi hier innen drin diesen Gummiring, der gequetscht wurde. Und hier wird er verschraubt und ist in dem Fall dank PL vermutlich einigermaßen dicht. Das heißt, wir haben hier echt eine ganz, ganz tolle wasserfeste Verbindung. Wir haben also kein Wasser, das uns irgendwie ins Kabel reinkommen kann. Ob jetzt UHF, also PL-Stecker oder N-Stecker, das ist egal. Also die sind alle ähnlich von der Bauart her. Ich mag die einfach wahnsinnig gern. In dem Fall, die Antenne braucht einen PL-Stecker. Also montiere ich auch entsprechend einen PL-Stecker drauf. Also schnell geht's und schon ist fertig, das Kabel. Ne? Das ist ein Ultraflex 7-Kabel. Ich habe früher immer RSL 7 und so gehabt, RSL 15, glaube ich, gibt es auch noch. Das sind meine Lieblingskabel. Das ist jetzt ein Ultraflex, habe ich, glaube ich, gerade gesagt, weil habe nichts anderes auf die Schnelle gefunden. Die kosten eh alle mittlerweile so ein Vermögen, diese Kabel, dass eh unglaublich ist, dass man sowas überhaupt noch kauft. Ich habe jetzt 25 Meter Kabel. Hausschuhe anziehen, ich kriege richtig Probleme. 25 Meter Kabel, die gehen hier rein, die passen hier rein, die kann man hier reinführen. So, da wird es jetzt dann gleich bingen, oder? Oh ja, jeden Moment. Ich koche hier gerade Knoblauch ein. Das ist perfektes Timing. Ich habe hier meinen wundervollen Sigu X6100 vorbereitet. Da stecken wir jetzt einfach mal die Antenne an. Hab da so einen Adapter von PL auf, ein bisschen wackelig, wie man es halt kennt, PL auf N auf BNC. Ich habe nichts anderes da gehabt.
Und jetzt zeige ich mal eine coole Funktion von diesem Xigu. Bei App kann man einen SWR-Scan durchführen bei dem Gerät. Ich schieße mir jetzt einfach mal 10 MHz durch und jetzt macht er einen kompletten SWR-Scan über alle Frequenzen, die er hier kann. Und somit kann man jetzt hier zum Beispiel erkennen, dass die Antenne wirklich schön hier unten SWR von 1 zu 1 hat. Ich meine, das ist jetzt keine exakt perfekte Messung und sowas, aber man kann mal erkennen, hier unten bei 7 MHz, also im 40 Meter Band, funktioniert es sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier das Band runtergeschalten kriegen irgendwie. So, dann haben wir den brutal hohen SWR. Bei 1,6 müsste es ungefähr sein, kommen wir wieder runter einen Tick. Bei 3,6 sieht man wunderschön, wie sie nach unten geht, die Antenne, auch sehr breitbandig. Das heißt 3,6, 3,8 rum, also in unserem Fall jetzt 80 Meter Band funktioniert es auch einwandfrei. Da sieht man es jetzt gut, da kommen wir oben an, sehr hohes SWR. Und da, wo wir hin müssen, ist die Antenne echt super angepasst. Ich hatte schon Angst, ich muss irgendwie die Schenkel vielleicht ein wenig einkürzen oder sowas. Wie man sieht, muss ich überhaupt nicht, funktioniert einwandfrei. Ich blende euch jetzt noch ein paar Fotos ein von den SWR-Messungen, was das Teil hier macht. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Stellt gern Fragen dazu. Ich werde euch dann noch ein bisschen was... Oh, jetzt ist er abgestürzt. Naja, ich werde euch dann noch ein bisschen was zeigen. Gerade FT8 technisch und so, was man alles machen kann, dass ihr mal seht, was möglich ist. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Thema Amateurfunk, immer her damit und bis zum nächsten Video. Viel Spaß euch. Ciao.